Weihnachten kommt immer näher, liebe Eintracht-Freunde. Und deswegen sind wir an diesem 15. Dezember jetzt wieder hier beim SVE Adventskalender und ich begrüße bei mir Mario Müller. Guten Abend. Mario, normalerweise spielst du bei uns linker Verteidiger, machst aber auch durch einige Offensivaktionen dir deinen Namen. Tore, wie du sie beispielsweise gegen Worms und Pirmasens geschossen hast, sprechen da auch für sich. Wo fühlst du dich persönlich stärker, in der Offensive oder in der Defensive? Ja, also ich habe sehr lange Zeit im linken Mittelfeld gespielt, weiß also, wie es ist, Tore schießen zu sollen oder zu müssen. Nichtsdestotrotz war für mich ein Beweggrund, auch nach Trier zu kommen, dass auch der Trainer mich links hinten gesehen hat. Ich sehe da hauptsächlich meine Stärken. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, nicht verboten, als Linksverteidiger auch ab und zu mal das ein oder andere Tor zu schießen. Wer ist so persönlich dein Vorbild als Fußballer? Ja, ich sag mal positionsbedingt würde ich schon sagen, David Alaba, von der Spielweise, vom Zug nach vorne, ist es schon ein Fußballer, den man nachstreben könnte. Nichtsdestotrotz schaut man natürlich auf sich selbst, versucht selber seinen Stil ein bisschen reinzubringen. Aber er wäre so ein Spieler, den ich ganz gut finde, ja. Du bist in der Sommerpause von einem Verein, der die Saison als Tabellenvierter abgeschlossen hat, zu uns gekommen, wo wir in der letzten Saison lange gegen den Abstieg gespielt haben. Was waren da die Beweggründe im Sommer für den Wechsel gewesen? Ja, ich sag mal so, eine U23, da wird weniger auf den Tabellenplatz geachtet. Da ist es wichtig, dass Spieler ausgebildet werden. Ich habe mich gut entwickelt, denke ich, in Kaiserslautern. Unabhängig vom Tabellenplatz und ich wollte auch zum Traditionsverein. Trier hat mir sehr gute Möglichkeiten aufgezeigt, auch mit der Mannschaft, wo man absehen konnte, dass es eine gute Mischung sein wird. Und vom ganzen Konzept hat es mich dann überzeugt, nach Trier zu kommen. Du bist gebürtiger Mannheimer. Bei Malthof Mannheim haben wir direkt einen unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um die vorderen Plätze. Was denkst du, wer am Ende die Nase vorn haben wird, die Eintracht oder die Waldhöfer? Ja, also wenn man die Hinrunde vom Waldhof Mannheim gesehen hat, waren schon starke Spiele dabei, nicht zuletzt gegen uns. Die haben eine gute Mischung auch gefunden, ähnlich wie wir. Trotzdem hatten wir gerade am Ende doch nochmal eine ganz gute Phase in der Hinrunde. Ich glaube, da werden Kleinigkeiten entscheiden am Ende, wer da vor dem anderen landen wird. Wenn es am Ende natürlich die beiden ersten Plätze für beide Vereine sind, wäre es mir relativ egal, ob jetzt Waldhof Erster und wir Zweiter sind. Aber wir wollen natürlich versuchen, so lange wie möglich den Platz zu verteidigen, auch gegen den Waldhof Mannheim. Ja. Und ich denke, das würden auch beide Vereine so unterschreiben. Auch heute haben wir ein Gewinnspiel für unsere Eintracht-Fans. Heute gibt es von der Firma Gerold Steiner eine Sporttasche zu gewinnen und zwei Stehplatzkarten für ein Rückrundenspiel der Eintracht im Jahr 2016. Und natürlich wisst ihr es inzwischen, es gibt eine Frage, die es dafür zu beantworten gilt. Mario, welche Frage haben wir heute für die Eintracht-Fans? Bei welchem Verein spielte Eintracht Trier zuletzt auswärts im DFB-Pokal? Die Antwort schickt ihr an die inzwischen bekannte E-Mail-Adresse gewinnspiel@eintracht-trier.com. Einsendeschluss ist morgen Mittag um 12 Uhr und ich wünsche euch noch einen schönen Adventstag. Bis morgen!